Hallöchen, wie man sehen kann, ich bin ein bisschen müde. Ich war ja gestern auf Twitch Live, ungeplante 7 Stunden. Das heißt, ich war um 7:45 im Bett und bin jetzt wieder um 7:45 aufgestanden, weil ich meiner kleinen Maus versprochen habe, wir backen heute Kekse, die ich auch gerade die Zähne putzt und ich bin heute etwas langsam. Wir haben jetzt gleich 8:45. Ich habe schon mal gespült, das habe ich gestern dann natürlich auch nicht mehr gemacht. Und jetzt ziehen wir uns an. Ich muss mir nur die Schuljacke anziehen und dann geht's los. Da besorgen wir alles und ich bringe direkt Frühstück für uns mit. Ja. Wir sind jetzt am Weg zum Edeka. Wir waren jetzt noch vorher bei der Apotheke. Ein bisschen Multivitaminpräparat. Nee, A bis Z. Irgendwie sowas. Hast Spaß bei dem Wetter? Ja, schön, ne? In einem wird ausgenutzt, dass hier ein Kastanienbaum ist, wird gesammelt. War die noch gut? Ja, ich mach die nur ein bisschen trockener. Supi! Weil ich jetzt immer. Guck mal, hier vorne liegt auch noch eine. So, zu Hause angekommen. Ich habe mir erstmal einen Zopf gemacht, mir ist ein bisschen warm. Ich habe gedacht, Tobi schläft noch, aber der ist schon fleißig, der ist am Staubsaugen. Ich bereite uns jetzt erstmal das Frühstück vor. Ich habe Brötchen mitgebracht, ein paar süße Teilchen. Schneid jetzt Tomätchen und dann frühstücken wir erstmal. Das Frühstück ist jetzt soweit vorbereitet. Ich habe Tomätchen geschnitten. Dann hat meine kleine Maus Erdbeeren gefunden. Edeka, ne? Die haben sowas Schönes, Frisches. Die waren zwar ein bisschen teuer, die ganze Schale, aber sie hat sich so gefreut, als sie diese Erdbeeren gesehen hat. Und dann muss sie sie kaufen. Dann haben wir Himbeerchen dazu. Eine schöne Auswahl an Brötchen und was Süßes. Wir decken jetzt den Tisch und dann essen wir. Bevor es gleich weitergeht, also mit Backen und so, spiele ich hier erstmal ein bisschen Animal Crossing. Ich glaube, das habe ich seit einem Jahr nicht mehr gespielt, weil ich habe noch die alte Halloween-Deko. Naja, mal gucken, wie lange ich jetzt Zeit verbringen werde. Wir haben jetzt schon mal alles vorbereitet. Hier sind die Halloween-Backförmchen. War es ja Halloween. Wir haben jetzt zwei Bleche schon vorbereitet mit Backpapier drauf. Und ein Rost zum drauflegen. Ich wollte dich nicht als faul darstellen, Schatz. Ich habe gesagt, wir. Das stimmt. Ich habe mich gerade selbst vertan. Jetzt haben wir die Schüssel hier und wir machen den Plätzchenteig selber ohne Eier. Weil man kennt es ja, Kinder naschen gerne. Deswegen keine rohen Eier. Und ja, das Rezept mache ich euch dann aber nochmal in die Kommentare. Das Schöne ist, für den Plätzchenteig brauchen wir nur die drei Zutaten: Butter, Zucker und Mehl. Das füllt meine kleine Maus jetzt hier rein. Ich gebe die Mengenangaben und dann kommt es in die große Schüssel. Jetzt muss sie gucken: 225 Gramm, ne, Schatz? Ah, warte, stopp, stopp, stopp. Das ist auf Milliliter. Scheiße. Jetzt haben wir es. Jetzt steht da oben G für Gramm. Hoffen wir es, ne? Die Mama hat überhaupt nicht aufgepasst, oder? Passiert jeden Mal. Oh, das ist aber lieb. Wie viel müssen wir? Wie viel Gramm? 205 irgendwas. 25. 25. Masse, super. Muss immer aufpassen. 110 Gramm Zucker. Das sind 120. Ah, kannst du noch was weg, Schatz? So? Ne, das sind 115. Mach das doch erstmal weg. Hallo. Noch was weg. 110. Stopp, stopp. Guck, ob ich was verändert. Nee. Also noch was. Irgendwie verarscht uns die Waage, oder? 111. Ist okay. Können wir so lassen. Kannst du da in die große Schüssel hier mit reinschütten, ja? Genau, und von der Butter sind es jetzt 150 Gramm. Genau, kriegst du das so? Ja, einfach in die Schüssel werfen. Klappt das? Die Butter ist störrig, oder? Wupp, wie viel sind's? Na, muss noch ein bisschen. 150, ne? Ich muss nur eine 3 jetzt. Das ist daneben gelandet. Die erste Portion Halloween-Keks sind fertig, wie man hier sieht. Der Teig wird sehr schnell sehr warm. Das heißt, er muss den jetzt wieder in den Kühlschrank legen.
weil sonst wird das nicht wirklich was. Deswegen, jetzt kommen wir in den Backofen. Machst du einmal den Backofen aus? Aus. Ich auch wieder. Kann ich auch ausmachen? Super. Nelly, aber der muss ja nicht aus. So. So, die gehen jetzt 10 Minütchen da rein und danach kommt er wieder raus. Ah, wenn der Backofen zugeht, ne? Jetzt heißt es erstmal warten, bis die Sachen gebacken sind, weil die anderen Sachen sind ja jetzt wieder im Kühlschrank. Die anderen Sachen, der Teig ist ja jetzt im Kühlschrank und die kleine Maus sitzt jetzt vorm Backofen und wartet. Also ich glaube, ich packe euch das Video von diesen Halloween-Knochen auch hier mit rein. Ich glaube, ich mache da kein extra Video zu. Die letzten sind jetzt im Backofen und ich muss jetzt ein Mittagessen vorbereiten. Aber hier schon mal, da sind die Knöchchen mit dem Käse. Unsere süßen Halloween-Kekse. Und ich habe jetzt noch Teig übrig gehabt von dem, wie heißt es, Blätterteig. Und da versuche ich jetzt so Gespenster draus zu machen. Vielleicht wird's was. Ich habe zu das Mittagessen noch geschnibbelt. Guck mal, wie ich aussehe. Vom Backen, ey. Ich habe alles fürs Mittagessen geschnibbelt. Wenn Hubi und die Kleine wieder auf dem Zahnarzt da sind, werde ich. Wie sehe ich aus, ey? Werde ich das Fleisch anbraten und in der Zwischenzeit lege ich jetzt mal die Füßchen hoch. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. So, ihr Lieben, ich würde mich auch für heute verabschieden. Wir haben es lecker gegessen. Ich liege jetzt auf der Couch und ich habe jetzt keinen Bock mehr. Es könnte sein, dass nach ein Vlog, alles klar, dass ein Livestream kommt. Du lachst dich tschechisch, wa? Freche Sau, aus was du bist. Es könnte, hoppala, könnte sein, dass nachher ein Livestream kommt. Aber ich weiß es noch nicht genau. Mal gucken. Lasst euch überraschen, heißt es immer so schön, ne? Nein, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Bis dann, tschö!